So, dann machen wir mal weiter an dieser Stelle. Ich weiß jetzt immer noch nicht genau, welchen Schalter wir jetzt hier betätigen sollten. Deswegen betätigen wir jetzt einfach mal den hier. Aha. Ah ja. Okay. Ah, offenbar macht sich wieder der Grafikfehler bemerkbar. Das ist natürlich relativ uncool. So, dann schauen wir erstmal hier oben vorbei. Schauen wir auch hier unten vorbei. Wir haben einmal einen Crawler. So. So, und hier sind wir wieder in einem größeren Raum. So, das sieht hier doch ziemlich ungesund aus. Ich denke, da wollen wir jetzt erstmal einmal nicht hinein. Und hier haben wir offenbar ein paar Minecrawler. Und ein Templer. Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Aber du hast offenbar kein Problem mit den. Willst du mich aufhalten? Mein Crawler. Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, einem Schöpfer gegenüberzutreten. Na, seid ihr wirklich unsterblich? Scheint nicht ganz so unsterblich zu sein. Opa. Nö, das war ja klar. Das war ja klar. So. Dann haben wir noch denselben Grafikfehler. Ich glaube schon. Ja, leider ja. Aber das hier scheint der richtige Schalter gewesen zu sein. Ach, können wir nicht überspringen. Na gut, dann schauen wir uns das halt nochmal an. So. Dann probieren wir es jetzt einfach noch einmal. Dort oben links hochzukommen. Das sollte ja grundsätzlich mit der Akrobatik kein Problem sein. Jawohl, diesmal hat es funktioniert. Und hier haben wir wieder einen oder zwei Orks, Tempelwächter. Na, jetzt lasse ich doch einfach kaputt schlagen. Geht doch. Wunderbar. Dann haben wir hier einen Schalter. Und drücken wir doch mal. Was haben wir hier? Einen kleinen Raum. Ein neuer Schamane. Sterblicher! Deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Na,
Seid doch mal ein bisschen freundlicher zueinander. Das ist alles relativ unfreundlich hier, muss ich sagen. Also noch ein anderes Schwert. Okay. Ist das hier wieder zu? Nee. Hier ist ja noch offen. Okay. Jetzt hier nicht reingehen sollen. Scheint nicht so. Was ist hier wieder? Irgendein Schalter? Nee. Ah, aber das ist doch hier. Licht. Was haben wir hier? Zornstahl. Und eine Grabkammer, wie es ausschaut. Zornstahl. Das ist auch schlechter als die, unsere aktuelle Waffe. Okay. So. Hm. Was kann ich hier anvisieren? Achso. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Hm. Ich denke, das ist eine gute Frage. Ich kann nur auf das eine zielen, nicht auf das andere. Da hoch willst du auch nicht. Okay. Hm. Und hier das Schwert kann ich hier auch nicht benutzen. Hm. Okay. Aber hier unten gab es auch nichts, um das wieder zu deaktivieren. Nee. Scheint mir nicht so zu sein. Hm. Gibt es hier irgendeinen versteckten Schalter oder so? Nee. Sehe ich auch nicht. Können wir hier irgendwas mit Telekinese anvisieren? Hm. Haben wir sie? Da haben wir sie. Haben wir ja noch ausgewählt. Oh, okay. Hm. Fleischwanze bringt uns jetzt, glaube ich, auch nicht weiter. Hm. Können wir mit so einem Feuerpfeil auf irgendwas schießen? Nö, auch nicht. Hm. Okay, wie kommt man denn jetzt hier raus? Vielleicht soll man auch hier nicht wieder rauskommen. Dann würde ich sagen, laden wir das einfach nochmal und gehen diesmal nicht dort oben hinein. Ich meine, das war jetzt zwar eine nette Waffe, aber wir haben auch was Besseres. Insofern sind wir da gar nicht drauf angewiesen. So. Kommst du hier eigentlich auch hoch? Ah ja.
du Amateur. So. Dann schlagen wir dich nochmal kaputt. Das. Und dann schlagen wir den anderen jetzt auch nochmal kaputt. Ah ja. Sterblicher! Ja. Ja. Aber mit der Zeitenklinge konnten wir das jetzt hier nicht wieder aufmachen. Insofern ignorieren wir das jetzt einfach. Was ist das hier? Oh. Hm. Das bringt uns jetzt aber auch, glaube ich, nicht weiter. Also das ist ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Hier geht das jetzt wahrscheinlich wieder zu. Ja. Und wenn wir jetzt aber wieder da drauf schießen, dann haben wir wahrscheinlich nichts gewonnen. Oder? Nein. Das bringt uns einfach genau gar nichts. Also, auf ein neues. Ich hätte natürlich auch mal davor speichern können. Das wäre wahrscheinlich auch nicht. Naja. Wäre wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen, aber lassen wir das. So. Aber schön, dass es hier Möglichkeiten gibt, sich selber einzusperren. Das bringt einen natürlich jetzt nicht unbedingt weiter. Genau wie das hier. Aber naja, es ist ein Tempel, in dem alle, die hier drin gearbeitet haben, sterben mussten. Insofern sind auch irgendwelche Fallen doch durchaus denkbar. Okay. Dann meinte ich jetzt halt. Jetzt laufen wir hier schnell nach vorne. Kommen wir dann hier. Ja. Jetzt haben wir das aber. Und jetzt gehen wir hier einfach flink raus und betätigen hier gar keine Knöpfe oder ähnliches. Sicher ist sicher. So. Und dann ging es hier drüben weiter. Hier drüben hat auch noch ein Ork auf uns gewartet. Getränke. So. Und wo kommen wir jetzt raus? Ich glaube, wieder in demselben Raum wie eben gerade. Genau, so schaut's aus. Nehmen wir noch hier den Minecrawler mit. Wo ist er? Da vorne ist er. Ah.
Was haben wir denn jetzt? 20 Lernpunkte. Ja, 20 Lernpunkte sind aber noch immer zu wenig. Wir brauchen, ja, wie gesagt, 40. Um voranschreiten zu können. Ja, aber an dieser Stelle speichern wir gerade mal eine Runde.